Dann letzte Dienstag haben wir angefangen mit Elektronenspin zu besprechen. Und ich glaube, ich bin immer noch ziemlich laut. Werde ich so weniger laut? Ja. Sehr gut. Also, Elektronen haben neben ihrer Masse und Ladung auch ein Spin. Und im Prinzip ist alles, was ich hier aufschreibe, nicht nur gültig für Elektronen, aber für jedes Fermion mit Spin. Also das könnte auch für Myonen gelten, nur hat ein Myon dann keine Ladung, aber trotzdem noch ein Spin. Und aus Experimenten wurde klar, dass der Spin von einem Elektron einen halbzahligen Drehimpuls haben müsste, weil in einem Zeeman-Effekt die Zustände in zwei aufspalten. Und das sind die Zustände, wobei m gegeben ist durch entweder minus 1/2 oder 1/2. Also der Projektion von meinem Drehimpuls auf die Z-Achse kann plus oder minus 1/2 sein. Was aber passiert für halbzählige Drehimpuls, ist, dass wenn ich die Rotationsoperator um 2π auf mein Zustand aktivieren lasse oder auf meine Wellenfunktion, dann bekomme ich minus der Wellenfunktion. Und für eine Wellenfunktion, die 3 plus 1 reelle Koordinate auf eine komplexe Zahl abbildet, ist das nicht möglich. Es ist aber möglich, wenn mein Zustand nicht gegeben ist durch einen Wellenvektor, die oder eine Wellenfunktion, die eine komplexe Zahl gibt, aber durch eine Wellenfunktion, die zwei komplexe Zahlen gibt. Wir haben eine Wellenfunktion für Spin hoch und eine für Spin runter. Und dieser Vektor verhält sich unter Rotation wie ein Drehimpuls-Halb-System. Und damit haben wir eine Abbildung von R hoch 3 plus 1 auf C2, zwei komplexe Zahlen. Also, unsere Wellenfunktion ist definiert durch ein komplexes Vektorfeld in R3 plus 1. So, wir haben ein komplexes Vektorfeld in A3 plus 1. Und statt zu sagen, dass wir zwei komplexe Zahlen in jedem Punkt im Raum haben, können wir auch über die lokale Spinpolarisation reden. Wir können der Spinvektor angeben und der Spinvektor ist gegeben durch den Erwartungswert von Sx, durch Psi komplex konjugiert mal Sx mal Psi und das gleiche für Sy und Sz. Damit haben wir an jedem Punkt im Raum drei reelle Zahlen zugekannt und der lokale Spinpolarisation ist ein Vektorfeld in A3. Ich kenne an jedem Punkt im Raum drei reelle Zahlen zu. Ja. Oh. Cool. Dankeschön. So, die Frage ist, dass ich hier etwas nicht so ganz Richtiges aufgeschrieben habe. Und das müssen natürlich Wellenfunktionen sein, die wir hier haben. Und Dagger, weil unsere Wellenfunktionen Vektoren sind. Dankeschön.
Was wir hier haben, kann man vergleichen mit der lokalen Ladungsdichte. Auch die ist gegeben durch der komplex konjugierte von der Wellenfunktion, maar de Wellenfunktion selbst, der kennt an jedem Punkt in Raum einen Wert zu, wann ich in der Limes gehe von unendlich viele Teilchen oder in diesem Fall sehr viele Teilchen, die alle durch die gleiche Wellenfunktion beschrieben sind, gibt mir das an, wie viele Teilchen ich in ein Volumen finde, also das wird eine kontinuierliche Funktion von der Dichte und das wird eine kontinuierliche Funktion, die die lokale Spinpolarisierung angibt. Also, was ich gleich machen werde, ist die Spinpolarisierung gleich zu magnetischen Dipolmomenten setzen und damit haben wir in jedem Punkt im Raum ein bestimmtes Dipolmoment, was durch unsere Elektronen und die Wellenfunktion definiert ist. Was Sie in die Hausaufgabe noch machen werden, ist zeigen, dass ich auch aus ein lokales Feld, was mir angibt, was die Spinpolarisierung hat, im Prinzip der originale Wellenfunktion wieder zurückbekommen kann und dass damit beide Definitionen aneinander gleich sind oder mathematisch aneinander gleich sind. Da fehlt noch eine komplexe Phase da vorne, aber um komplett die Gleichheit zu haben. Aber damit könnte man entweder auf einen orthonormalen Hilbertraum aktieren mit zwei komplexen Zuständen oder sagen, jeder Punkt im Raum bekommt einen reellen Wert für die Spinpolarisierung meines Teilchens. Nun, wenn ich ein Elektron habe mit einem Drehimpuls, habe ich ein geladenes Teilchen, was in einer Kreisbahn bewegt und dadurch entstehen magnetische Momente. Also lass uns gucken, was die magnetischen Momente sind, die wir haben durch das Drehimpuls von einem Elektron oder der Spin von einem Elektron. Also die magnetischen Momente aus Drehimpuls und Spin. Für das Orbitaldrehimpuls werde ich der Buchstabe L nutzen. Für das Spin, was im Prinzip auch ein Drehimpuls ist, der Buchstabe S. Aber beide sind Drehimpulse. Eine saubere Herleitung folgt aus der Dirac-Gleichung. Im Prinzip ist das, was wir hier beschreiben, ein relativistisches Effekt. Auch Spin ist eigentlich nur sauber beschrieben, wenn ich relativistische Quantenmechanik mache. Relativistische Quantenmechanik ist kein Teil dieser Vorlesung. Ich werde nächste Woche eine PowerPoint-Präsentation machen, wo ich kurz die Dirac-Gleichung durchgehe, dass Sie ein bisschen wissen, wo es hingeht und wo es herkommt. Es ist schön als Hintergrundinformation, um das zu wissen. Was ich aber machen kann, ist eine semiklassische Herleitung, wobei ich Drehimpuls und Spin an die magnetischen Momenten gleichsetze. Der semiklassische Herleitung ist immer ein bisschen komisch, weil ich ausgehe, dass ich ein Elektron habe, was um den Kern dreht, da die Maxwell-Gleichungen anwende. Aber die Maxwell-Gleichungen eigentlich sagen, dass wenn ein Elektron um den Kern dreht, ich Strahlung haben müsste, wodurch das Elektron im Kern zerfällt. Also, ich nutze manchmal statistische Static Maxwell-Gleichungen, das nicht dynamische Maxwell-Gleichungen, auf ein dynamisches System an. Gut, was sind die magnetischen Momente, wenn ich einen Stromkreis habe? So, für einen Stromkreis.
Für einen Stromkreis weiß ich, dass das magnetische Moment gegeben ist durch der Strom, die in mein Kreis fließt, mal der Oberfläche, die oder der Fläche, die in mein Kreis eingeschlossen ist. Also, wenn ich hier einen Punkt in Raum habe und da bewegt ein Strom, also ein Strom I oder in unserem Fall ein Elektron im Kreis herum, dann erzeugt das ein magnetisches Moment, μ, und der eingeschlossene Fläche ist A. Und mein Elektron hat eine Geschwindigkeit V, der gegeben ist durch den Impuls geteilt durch der Masse. Für der Spin von einem Elektron habe ich an jedem Punkt im Raum einen Drehimpuls zugekannt. Das heißt, dass im Prinzip ich keine Ausdehnung habe von der Stromkreis, worin mein Elektron dreht. Also für Spin will ich, dass R von meinem Kreis nach Null geht. Und R ist gegeben als der Abstand vom Elektron zum Zentrum von Elektron. Aber mein Drehimpuls oder S für Spin, der gegeben ist als R Kreuz P, muss nach ein halb gehen. Oder besser gesagt, der Erwartungswert von S Quadrat muss ein halb mal ein halb plus 1 werden. Also, wenn ich ein Limes nehmen müsste, von R nach 0, müsste ich auch der Impuls irgendwie nach unendlich schicken. Was sich herausstellt, ist, dass wir der Limes glücklicherweise nicht nehmen müssten, aber wir unseres magnetischen Moment gleich in der Drehimpuls ausdrücken können. Wir finden, dass der Stromstärke I ist gegeben durch mein Fluss von das Elektron mal der Ladung vom Elektron. Nun, der Ladung ist E verteilt über eine Länge 2πr und seine Geschwindigkeit ist V. Ich habe ein Elektron pro 2πr Abstand. Die eingeschlossene Fläche ist gegeben durch πr Quadrat und damit folgt, dass mein magnetisches Moment gegeben ist durch Strom mal Fläche ist minus E durch 2 mal RV oder E geteilt durch 2m R mal MV, sodass wir E durch 2m R mal P haben. Wenn ich jetzt nicht das Absolutmoment, ja, eine Frage. So, die Frage ist, ob die Reihenfolge von R und P irgendwie eine Rolle spielen. Und für Operatoren ist es so, dass ich hier das Kreuzprodukt stehen habe. Also, dass ich der X-Komponente mal der Abgeleite in Y habe, plus die Abgeleite, oder der Y mal der Abgeleite in X für die Z-Komponente. Und X und DDY kommutieren miteinander. So, ja, man muss immer aufpassen, ob Operatoren kommutieren, aber hier darf man sie vertauschen. Was ich hier aufschreibe, ist klassische Physik.
Also das sind keine Operatoren, aber Variablen. Ja, ja. So die Frage ist, dass ich zweimal ein Minus vergessen habe. Und sehr gut, da steht ein Minuszeichen. So, wenn ich das jetzt nicht als der Norm von meinem magnetischen Moment aufschreiben will, aber das magnetische Moment als ein Vektor haben möchte, dann, ich kann das erst noch aufschreiben als 1 durch e durch 2m mal der Länge von meinem Drehimpuls. Und jetzt gehen wir über auf Vektoren und sehen, dass das magnetische Moment gegeben ist als e durch 2m mit einem Minuszeichen mal der Drehimpulsoperator. Oder der klassische Drehimpuls. Und jetzt in Quantenmechanik wird das dann der Drehimpulsoperator. Und das können wir auch schreiben als Minus das Bohr-Magneton, also die Einheit von Magnetisierung, mal 1 durch h quer mal der Drehimpulsoperator. Mit die Definition von das Bohr-Magneton. Gegeben durch E H quer geteilt durch 2m. Das Bohr-Magneton sagt aus, wie viel die Energie von mein Elektron sich ändert, wenn ich es in ein Magnetfeld stelle. Und wenn ich hier Größenordnungen einsetze, ist das ungefähr 9 mal 10 hoch minus 24 Joule pro Tesla. Nun sind Joules für Atomphysik irgendwie kein großer, wo ich etwas mit anfangen kann. Aber wenn ich es umschreibe nach Elektronvolt, dann habe ich ungefähr 10 hoch minus 5 Elektronvolt pro Tesla. Also der Bindungsenergie von einem Elektron in ein Wasserstoffatom ist ein Rydberg oder 13 Elektronvolt. Und hier sehen wir, dass wir 5 Größenordnungen kleiner sind. Also Magnetfelder geben normalerweise sehr kleine Energieverschiebungen, weil ein Tesla ist schon ein sehr großes Magnetfeld. Für Orbitaldrehimpulse gibt diese Beschreibung der korrekte Ausdruck für das magnetische Moment, was wir kriegen von das Orbitaldrehimpuls eines Elektrons. Und das, obwohl wir hier zwischendurch im Prinzip klassisch mit Maxwell-Gleichungen gerechnet haben. Für Spin gibt es beinahe das richtige Antwort. Wir bekommen einen zusätzlichen Faktor. Und das ist der Landé-G-Faktor. Also, wir finden, dass das magnetische Moment durch der Elektronenspin gegeben ist als minus g e durch 2m mal der Spinoperator. Mit g
G gegeben durch 2.00, 2, 3 und so weiter. Der G-Faktor von das Elektron ist eine der bestbestimmten experimentellen und theoretischen Werte, die wir heute zutage haben. In der Schrödinger-Gleichung, wenn wir nicht relativistisch rechnen, kommt einfach als Skalierung, die wir nicht weiter erklären können. Einstein hat zusammen mit de Haas versucht, das Drehimpuls durch die Magnetisierung von einem Elektron zu vermessen. Und Einstein ist davon ausgegangen, dass der G-Faktor 1 sein müsste. Also hat im Experiment dann auch 1 gefunden. Und ein paar Jahre später wurde die Experimente wiederholt und da fanden die dann Werte 2. Und heutzutage, ich glaube, dass wir 15 oder 16 Dezimale genau diese G-Faktor kennen. In der Dirac-Gleichung werden wir sehen, dass G auf genau 2 herauskommt. Und die weiteren Korrekturen kommen aus der Quantum-Elektrodynamik. Und da werde ich, wenn wir das elektromagnetische Feld ansprechen, kurz eindeuten, wie man dahin kommt, um das zu beschreiben. Der Hamiltonian die wir jetzt finden für ein Elektron im Magnetfeld, ist damit gegeben als die kinetische Energie mit der Laplacian plus der potentielle Energie, dann der Wechselwirkung vom Drehmoment von Elektron mit das Magnetfeld und der Wechselwirkung von der Spin mit das Magnetfeld. Unsere Wellenfunktion ist aber kein Skala mehr, aber ein Vektor mit 2 Komponenten. Also, wenn wir die Schrödinger-Gleichung aufstellen, bekommen wir eine Matrixdarstellung, die auf diese beiden Komponenten aktiert. So, die Schrödinger-Gleichung sieht so aus, dass mein Zeitabgeleite einmal für Spin hoch und einmal für Spin runter, mal meine Wellenfunktion, einmal für Spin hoch, einmal für Spin runter. Und lass mich jetzt die T- und R-Abhängigkeit meiner Wellenfunktion unterdrücken, ist gegeben durch dann die kinetische Energie P² durch 2m plus die potentielle Energie minus die Wechselwirkung oder plus die Wechselwirkung von Drehimpuls von Elektron mit das Magnetfeld und auch das hier ist eine Matrix plus V von R, eine Diagonalmatrix B tot L. Also der Spin-Hoch- und der Spin-Runter-Komponente haben beide ihre eigene kinetische Energie, potentielle Energie und Wechselwirkung von Drehimpuls mit Magnetfeld. Und dazu kommt noch die Wechselwirkung vom Spin mit Magnetfeld. Und der Spin hat den Vorfaktor G, E durch 2m. Und jetzt kann ich meinen Spin-Operator hier für die X, Y und Z-Komponente als Matrix ausdrücken.
Und lass mir das explizit machen. Ich nehme einen Faktor 1/2 h quer da vorne und bekomme jetzt die Pauli-Matrizen. Ja, eine Frage. Ja, aber h psi oder abgeleitet von Zeit mal psi ist h mal psi. So, hier kommt noch eine Wellenfunktion. Klammer auf, Matrix. Minus Matrix, Klammer zu, mal Vektor. Genau. Sorry. Ich bin noch nicht ganz so. Abgeleitet von Zeit mal Wellenfunktion ist Hamiltonian mal Wellenfunktion und der Wellenfunktion ist ein Vektor. So. Da kommt noch ein Matrix, die die Wechselwirkung mit meinem Spin darstellt. Dann der Klammer zu von der Klammer, der da geöffnet wird. Und das mal meine Wellenfunktion mit zwei Komponenten, Spin hoch und Spin runter. Jetzt muss ich hier die Wechselwirkung mit Magnetfeld einsetzen. Für das Spin in der Z-Komponente sind meine Pauli-Matrizen gegeben mit Plus und Minus. Für das Spin in der X-Komponente ist der Pauli-Matrix gegeben als 1, 1. Und für das Spin in die Y-Komponente durch I und minus I. Und damit haben wir die Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen in ein externes Magnetfeld, wobei der Wellenfunktion gegeben ist durch ein Spinner, ein Vektor mit zwei Komponenten. Nun hat mein Elektron ein magnetisches Moment durch seinen Drehimpuls und ein magnetisches Moment, weil er einen Spin hat. Und diese beiden magnetischen Momente haben eine Wechselwirkung miteinander. Und diese Wechselwirkung nennen wir die Spin-Bahn-Kopplung. Also, wenn ich irgendwie ein Center habe, ich habe hier mein Elektron, was sich bewegt, habe ich einen Drehimpuls um mein Zentrum gegeben durch R Kreuz P und mein Elektron hat ein internes Moment gegeben durch sein Spin. Und die beiden Drehimpulse erzeugen ein magnetisches Moment. Und die beiden magnetischen Momenten haben eine Wechselwirkung miteinander. Also wir haben μ L, der gleich ist an minus E, durch 2m mal der Drehimpuls. En mu s, der gleich ist an minus g, mal e durch 2m, mal der spin-operator, also der interne drehimpuls von mijn elektron. Diese Wechselwirkung ist auch wieder ein Effekt, der auftritt und gleich daraus kommt, wann ich die Dirac-Gleichung angucke. Wann ich aber wieder der Maxwell-Gleichungen angucke und vernachlässige, dass mein System nicht stabil ist innerhalb der Maxwell-Gleichungen und das löse, als ob ich ein statisches System habe, wobei ein Elektron mit einem magnetischen Moment um einen Punkt in Raum rotiert, kann ich auch eine Wechselwirkung finden. Und da kommt in erste Ordnung in V durch C Quadrat genau der gleiche Resultat raus.
Ich werde der klassische Herleitung hier nicht vorführen. Er ist immer ein bisschen cringy, weil man auf mehrere Stellen annimmt, dass man die Maxwell-Gleichungen nutzen kann, an Stellen, wo das eigentlich nicht sein darf. Nichtsdestotrotz, ich werde lieber in 2 Wochen kurz zeigen, wie man es genau aus der Dirac-Gleichung herleiten kann, was im Prinzip viel sauberer und schöner ist. Das Resultat brauchen wir aber, und das Resultat ist gegeben durch der Drehimpuls Innenprodukt mit der Spin und ein Vorfaktor 1 durch 2 m² c² 1 durch r und dann der Abgleiter vom Potential. Also ohne Zentralpotential würde meine Elektronen einfach auf eine gerade Linie bewegen und damit habe ich dann auch keine Spin-Bahn-Wechselwirkung. Ja, eine Frage. Ach, ja, sorry. So, die Frage ist, was heißt SOC, Spin-Orbit-Coupling, Spin-Bahn-Wechselwirkung? Entschuldigung für das. Ja, so das ist der Spin-Bahn-Wechselwirkungs-Hamiltonian. Und ich werde noch zeigen, wie wir die aus der Dirac-Gleichung herleiten, was aber kein Teil von Examen ist. Für das Wasserstoffatom haben wir damit die folgende Hamiltonian. Der ist gegeben durch p² durch 2m minus e² durch 4pi epsilon 0 1 durch r plus 1 durch 2mc². Und jetzt können wir das Potential einsetzen, was ein 1 durch r ist, mit 4pi epsilon 0 und dann r hoch 3 l dot s. Es gibt, wenn wir die Dirac-Gleichung herleiten, 2 zusätzliche Korrekturen. Ein, die das Impuls korrigiert, also die die kinetische Energie ändert, und eins, die die potentielle Energie ändert. Und die beiden Korrekturen sind von der gleichen Ordnung, da fehlt ein Quadrat, in m² c². Und haben größere Vorfaktoren, wenn man die Vorfaktoren betrachtet. Nun diskutieren wir eins von die 3 Korrekturen. Der Grund ist, dass der Korrektur, die die kinetische Energie ändert, oder die Korrektur, die die potentielle Energie ändert, nur quantitative Änderungen sind. Entartungen bleiben erhalten. Aber der Spin-Bahn-Wechselwirkung, die Entartungen, die wir haben im System, aufhebt und damit eine qualitative Änderung am System gibt. Also deswegen ist der Spin-Bahn-Wechselwirkung-Term so viel wichtiger als die beiden anderen Korrekturen. Und wir werden auch in 2 Wochen sehen, wo die anderen Korrekturen herkommen. Und auch da gilt wieder, dass man die im Prinzip nicht kennen muss. Also, was macht Spin-Bahn-Wechselwirkung mit den Entartungen, die wir in unserem System haben? Es gibt eine qualitative Änderung unserer Eigenzustände. Und was wir letzte Woche gesehen haben, ist, dass für das Wasserstoffatom wir die n, der Hauptquantenzahl,
definiert die Schale, die wir haben. L definiert dann eine Unterschale. Also für einen gegebenen Zustand mit Hauptquantenzahl L, N und Nebenquantenzahl L haben wir eine Unterschale mit einer Entartung, die gegeben ist durch 2s plus 1, wobei s das Spinmomenten von meinen Elektronen sind, also 1/2, also 2 mal 1/2 plus 1 gibt 2, mal 2l plus 1 für die Entartung im Drehimpuls. Und damit habe ich ein 2s plus 1 mal 2l plus 1-fache Entartung. Und das gilt ohne Spinbahnwechselwirkung. Diese Entartung wird durch die Spinbahnwechselwirkung teilweise aufgehoben. Und das können wir sehen, ohne gleich der Hamiltonian zu diagonalisieren und unsere Eigenzustände auszurechnen. Und wenn ich den Kommutator von meinem Hamiltonian mit der Gesamtdrehimpulsoperator L ausrechne, finde ich, dass er nicht null ist. Und das Gleiche gilt für den Kommutator von meinem Hamiltonian mit der Spin-Operator. Ich weiß, dass der Drehimpulsoperator und der Spin-Operator mit der kinetischen Energie kommutiert und mit dem Potential, die in Radialform hat. Also ich muss die Kommutatoren mit L.S angucken. Und ich kann ein Beispiel machen, wenn ich den Kommutator von L.S mit SZ zum Beispiel angucken, dann habe ich hier drei Terme, LX, SX, LY, SY, LZ, SZ. Und die drei Terme, ich kann der Drehimpulsoperator immer außerhalb meinen Kommutator holen, sind gegeben durch SX, SZ plus LY, SY, SZ plus LZ. SZ kommutiert mit SZ. Der spätere ist 0. Aber der Kommutator von SX und SZ ist gegeben als minus I H quer LX mal SY plus I H quer LY, SX. Und dieser Operator ist nicht 0. Also, mein Hamiltonian mit Spinbahnwechselwirkung kommutiert nicht mehr mit der Gesamtdrehimpuls oder der Gesamtspin im System. Das kann man im Prinzip auch sehen, wenn wir unsere Spinbahnwechselwirkungsoperator aufschreiben. Wenn ich den Operator L.S aufschreibe, kann ich die als eine Z-Komponente ausschreiben und im Prinzip als ein LX, SX, LY, LY. Aber ich kann ihn auch mit Hilfe meiner Raising and Lowering Operators, Aufsteig- und Absteigoperatoren aufschreiben als L plus S minus plus L minus S plus.
Also, wenn ich mit diesem Operator auf einen Eigenzustand aktiere, mit einem bestimmten Asset, kann ich Zustände generieren, die ein Asset von 1 höher haben und ein Drehimpuls von 1 niedriger, oder ein Zustand, die Asset 1 niedriger hat und L plus 1 höher. Und damit vermischen wir die Zustände, die gegeben sind durch L, LZ, S und SZ. Und damit sollte der Gesamtdrehimpulsoperator nicht mehr mit diesem Operator kommutieren. Ja, eine Frage. Die L plus und S minus Operatoren, die haben wir definiert als L plus minus ist Lx plus minus I Ly. So, und damit kommt auch raus, dass ich, wenn ich das ausschreibe, dass ich genau Lx, Sx, Ly, Ly hat, und weil ich einmal Plus und Minus vertausche, genau die Kreuzprodukte wegfallen. Ja, eine Frage. So, die Frage ist, muss hier nicht ein Wurzel und halb da vorne stehen? Ich glaube es nicht. Man hätte es machen können und alles würde funktioniert haben, nur dass dann auch bei... Nee, ich bin mir sicher von nicht, weil sonst hätte ich die Faktorwurzel und halb... Nee, weil das würde weg... ich glaube es nicht. Aber es ist Konvention, so... Ich kann es nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Wenn das so ist, komme ich dann nach der Pause auf zurück. So, wenn ich mein Hamiltonian mit Spin-Bahn-Wechselwirkung diagonalisieren will, kann ich nicht mehr die Eigenzustände von L und S nehmen, weil mein Hamiltonian nicht mehr mit L und S kommutiert. Also ich muss auf der Suche nach einem neuen Set von Operatoren, die mit meinem Hamiltonian kommutieren, sodass ich diese Symmetrieoperatoren diagonalisieren kann und damit die Eigenzustände meines Hamiltonians finde. Und was wir hier schon sehen, ist, dass meine Spin-Bahn-Wechselwirkung Drehimpuls vom Spin in Orbitalmoment umwandeln kann oder Drehimpuls von Spin, wenn ich Spin runter mache, in Orbitalmoment umwandeln kann. Also der Summe von Orbitaldrehimpuls und Spindrehimpuls könnte eine Erhaltungsgröße sein. Und wie wir zeigen werden, stimmt das. Also, mit J gegeben als L plus S und obwohl ich unterschiedliche Buchstaben nutze, müsste man davon ausgehen, alle sind im Prinzip Drehimpulsoperatoren. Nur der Orbitaldrehimpulsoperator, der Spindrehimpulsoperator und der Gesamtdrehimpulsoperator. Jetzt will ich wissen, ob J kommutiert mit meinem Hamiltonian. Dafür können wir uns J² angucken. Und J² ist gegeben als L plus S Quadrat und der ist gegeben als L Quadrat plus S Quadrat plus L dot S plus S mal L. Nun, S und L aktieren in unterschiedliche Hilberträume. L aktiert auf die Wellefunktionen und S koppelt der Spin-Hoch- und der Spin-Runter-Welle-Funktion, also L und S kommutieren miteinander, damit ich das auch schreiben kann als L² plus S² plus 2L dot S. Also J²
ist gegeben als L Quadrat plus S Quadrat plus 2L dot S. Weil L und S miteinander kommutieren. Und damit folgt, dass wir L dot S schreiben können als ein halb J Quadrat minus L Quadrat minus S Quadrat. Und jetzt können wir zeigen, dass der Kommutator von L und S und J gleich ist an 0. Und im Prinzip kann man dies komplett ausschreiben und dann sieht man, dass das tatsächlich stimmt. Und damit folgt, dass unsere Hamiltonian mit der Gesamtdrehimpulsoperator kommutiert. Und er kommutiert mit J, aber gleichzeitig kommutiert er auch mit J Quadrat. Und damit sind die Eigenzustände von unserer Hamiltonian gleichzeitig Eigenzustände vom Drehimpulsoperator und oder von J Quadrat, wann ich keine Entartung habe in mein Hamiltonian. Wann ich ein System habe mit nur ein Elektron, was der Fall ist in unserer Hamiltonian, finden wir zusätzlich noch, dass der Hamiltonian mit L Quadrat kommutiert und dass der Hamiltonian mit S Quadrat kommutiert. Also, wir können einen Satz von Quantenwerten einführen, die unseren Zustand unik definiert. Durch der Gesamtdrehimpuls L, der Gesamtspin S, die für unser System immer ein halb ist, weil wir Elektronen haben, der Gesamt, so der Orbitaldrehimpuls L, der Spindrehimpuls S, der Gesamtdrehimpuls J und die Projektion auf eine Achse und ich wähle hier die Z-Achse mit S ein halb. Und wir wissen, dass unser Zustand ein Eigenzustand ist von L Quadrat mit Eigenwerte L, L plus 1, H quer, L, S, J, J, Z. Und von S Quadrat mit Eigenwert S, S plus 1. Von J Quadrat mit Eigenwert J, J plus 1. Und von J, Z mit Eigenwert J, Z mal H quer.
Nun, was ich hier im Prinzip gemacht habe, ist ein Zustand mit Drehimpuls L und ein Zustand mit Spinimpuls S aneinander gekoppelt zu einem Gesamtdrehimpuls J. Damit habe ich einen Tensorraum für meinen Spindrehimpuls oder damit habe ich einen Raum für meinen Spindrehimpuls, einen Raum für meinen Orbitaldrehimpuls L und der Gesamtdrehimpuls J kann geschrieben werden als der Tensorraum, der Produktraum von diesen beiden Räumen. Und ich könnte mein J-Zustanden als ein Tensorprodukt finden von L- und S-Zustanden und dafür die Clebsch-Gordan-Koeffizienten nutzen. Das werde ich nach der Pause machen und dann können wir uns auch ansehen, wie diese Zustände aussehen. Und wir kommen ein 20 nach wieder weiter. So, vor der Pause gab es die Frage, ob hier nicht ein Wurzel ein Halb dazu müsste. Ich habe es noch kurz nachgeguckt und der ist ohne Wurzel ein Halb definiert. Und mit Wurzel ein Halb würde tatsächlich im Vergleich zu wie wir normalerweise Basisrotationen definieren, besser normiert sein. Historisch ist er halt so definiert. Funktioniert auch. Und was wir vor der Pause gesehen haben, ist, dass wir zwei Hilbert-Räume haben. Einmal für der Spin mit einer Basis, gegeben durch Bs mit die Zustände 1/2, minus 1/2 und 1/2/1/2. Also die Zustände S, SZ und wir haben das orbitale Drehimpuls mit die Zustände L, LZ oder LM und Basis gegeben durch L, M ist minus L, bis L, M ist L. Also 2L plus 1 Zustände. Unsere Zustände mit Gesamtdrehimpuls die wir schreiben als L, S, J, JZ ist ein Tensorprodukt aus Zustände in L, LZ und S, SZ. Damit können wir unseren Zustand schreiben. L, LZ, S, SZ als eine Summe über alle Zustände im Hilbertraum für Spin, alle Zustände im Hilbertraum für Orbitaldrehimpuls und ein komplexer Vorfaktor mal der Zustand S, SZ mal der Zustand L, LZ. Und die Vorfaktoren sind genau gegeben durch die Clebsch-Gordan-Koeffizienten J, JZ, S, SZ, L, LZ. Und das sind unsere Clebsch-Gordan-Koeffizienten.
Die Clebs-Gordan-Koeffizienten haben bestimmte Eigenschaften, wann die null sind und wann die nicht null sind. Und wir wissen als Erste, dass C, J, J, Z, S, S, Z, L, L, Z ist null, wenn J, Z ungleich an S, Z plus L, Z ist. Also, statt JZ hätte ich hier auch LZ plus SZ schreiben können, weil nur dann sind die nicht ungleich 0. So, ich muss für ein bestimmtes JZ nur die Zustände summieren, wobei LZ und SZ gleich sind an JZ. Weiter koppele ich hier zwei Vektoren zu ein dritter. Also, ich habe meinen Spin-Vektor, ich habe meinen Orbitaldrehmomentvektor und die sollten insgesamt meinen Gesamtdrehmomentvektor geben. Das geht nur, wenn der Länge von J beschränkt ist und die Maximallänge von J, die ich haben kann, ist die Maximallänge von L plus S und die Minimallänge ist, wenn die antiparallel sind. Also J muss Element sein von L minus S bis L plus S, wann L größer ist als 0. Und wann L gleich ist an 0, hat J die gleiche Länge wie S, also J ist 1/2, wann L gleich ist an 0. Damit finden wir folgende Aufspaltung. Und ich kann hier meine Unterschale angucken, gegeben durch L. Und L kann gleich sein an 0, 1, 2, 3. L ist 0, nennen wir auch die S-Schale, 1 die P-Schale, 2 die D und 3 F. Weil man scharfe und diffuse Anregungen beobachtet hat. Ja. Ah, danke schön. Die Frage ist, ob hier nicht L, S, J, J, Z stehen müsste, und das ist absolut richtig. Mein gekoppelter Zustand ist gegeben durch L, S, J, J, Z, und die kann ich schreiben als eine Summe über die ungekoppelten Zustände. Danke. Also, für jede beliebige Unterschale kann ich einen Drehimpuls haben, einen Gesamtdrehimpuls. Und für eine S-Schale ist der Gesamtdrehimpuls 1/2, für der P-Schale 1/2 oder 3/2, für der D-Schale 3/2 oder 5/2, 2 plus oder minus 1/2. Und für der F-Schale ist 5/2 oder 7/2. Und dann kann ich noch gucken, wie viele Zustände ich habe. Also die Entartung. Und die Entartung für einen Gesamtdrehimpuls 1/2. 2J plus 1 ist 2. Und für die P-Schale sind das 2 und 4, für die D-Schale 4 und 6 und für die F-Schale 6 und 8. So dass ich die Gesamtentartung von 6 für die P-Schale habe, 10 für die D-Schale
und 14 für die F-Schale. Was dann wieder mit die Anzahl von Elementen im Periodensystem übereinstimmt. Nun kennen wir explizite Ausdrücke für die Clebsch-Gordan-Koeffizienten. Und wenn Sie ins Skript gucken, steht da eine kurze fünfseitige Herleitung und dann ein genauso kurzer analytischer Ausdruck über drei Zeilen. Und weil wir explizite Ausdrücke für die Clebsch-Gordan-Koeffizienten kennen, können wir damit explizite Ausdrücke für unsere Wellenfunktion angeben. Einmal mit einem Spin-Hochteil, einmal mit einem Spin-Runterteil, die ich hier nicht als einen Vektor geschrieben habe, aber mal ein Spin-Hoch-Basiszustand und mal ein Spin-Hoch-Runterzustand. Und wie Sie sehen, haben wir hier die schwerisch-harmonische, um die Zustände mit Drehimpuls anzugeben. Und dann unsere Vorfaktoren, die die Clebsch-Gordan-Koeffizienten entsprechen. Und ich kann entweder die Zustände angucken, wo J gleich ist an L plus 1/2 oder die Zustände, wo J gleich ist an L minus 1/2. Genau die beiden Zustände, die ich vorher separat in Spalte aufgeschrieben habe. Und diese Wellenfunktion können wir jetzt auch grafisch darstellen. Und statt hier an jedem Punkt im Raum zwei komplexe Zahlen zuzukennen, gebe ich an jedem Punkt im Raum einen Vektor in drei Dimensionen wieder. Also damit bekomme ich ein Vektorfeld. Und mein Vektor ist genau gegeben durch die Wellenfunktion mal Sx für die x-Komponente, Wellenfunktion mal Sy mal Wellenfunktion für die y-Komponente, Wellenfunktion mal Sz mal der Wellenfunktion für die z-Komponente. Für die Zustände ohne Drehimpuls habe ich keine Kopplung zwischen der Drehimpuls und der Spin, weil kein Drehimpuls vorhanden ist. Und damit ist der Spin im kompletten Raum parallel an sich selbst. Und natürlich, weil ich zwei von diesen Zuständen habe, kann ich Linearkombinationen machen und die Spinpolarisation im Raum drehen. Würde ich bei so einer Wellenfunktion ein Mikroskop bauen, womit ich in mein Atom einzoomen kann, natürlich geht das nicht mehr mit Licht im Bereich, was unsere Augen sehen können. Ich müsste die Wellenlänge viel kürzer machen. Also bin ich bei Gamma-Strahlung. Linsen bauen bei Gamma-Strahlung ist sehr schwierig. Also es ist nicht etwas, was man sehr einfach machen könnte. Aber würde ich ein Experiment machen, wobei ich einzoome, würde ich lokaal tatsächlich magnetische Momente sehen. Was man machen kann, sind Diffraktionsexperimente. Für der P1/2 haben wir gesehen, dass eine P-Schale im Prinzip einen Drehimpuls hat, also ein Fluss, die im Raum ständig da ist. Jetzt mache ich Linearkombinationen von Zuständen mit Fluss rechts um und Spin hoch und Fluss links um und Spin runter, sodass beide einen Orbitaldrehimpuls von 1 mit einem Spindrehimpuls von 1/2 zu einem Gesamtdrehimpuls von 1/2 kombinieren. Und was ich sehe, ist, dass als Resultat meine Spinpolarisation sich im Raum dreht. Und hier ist er nach oben gerichtet, dann geht er nach rechts, nach unten, dreht weiter, wieder hier nach unten, dreht weiter, hier nach oben, dreht weiter, nach unten, dreht weiter, nach oben, dreht weiter. Also der geht zweimal rum im Raum. Und für die vier Zustände für der P3/2 sieht man hier der Zustand, wobei ich einen Donut habe, einen Kreisfluss in der Ebene und einen Spin, die da parallel steht. Oder für die anderen Zustände auch eine Spinpolarisation im Raum, die sich dreht. Soweit zu Orbitalmomenten, Spin von einem Elektron und das Wasserstoffatom.
Was ich in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten von Vorlesung machen möchte, ist mit das nächste Kapitel anfangen, wo wir Vielteilchensysteme besprechen. Und wir haben gesehen, dass wir bis jetzt eigentlich eine sehr schöne Beschreibung von quantenmechanischen Systemen machen können. Was ich im nächsten Kapitel machen möchte, ist erstmal zeigen, dass was wir bis jetzt eigentlich hergeleitet haben, aufgeschrieben haben, nur funktioniert für Sachen wie das Wasserstoffatom. Für etwas größere Systeme laufen wir sehr schnell in Probleme, wobei wir noch nicht mal das Problem aufschreiben können, noch nicht mal einen Zustand aufschreiben können. Wenn Schrödinger der Gleichung erfunden hat, und ich glaube in einem zweiten oder dritten Paper schreibt er, super genial, meine Wellenfunktion ist linear, es ist so viel einfacher als klassische Physik, ich kann Hilbert-Räume definieren und alles ist super einfach auszurechnen. Innerhalb von 2 Jahren kam dann von Dirac zurück, wir wissen eigentlich ganz genau, wie unsere mikroskopische Hamiltonian funktioniert, nur dass wir ihn vor kaum einem System lösen können. Und lass mir zeigen, wieso das so ist. Und das ist mehr als nur ein numerisches Problem. Also, wir gehen weiter mit N-Teilchensystemen. Und wir haben am Anfang schon gesagt, die klassische Zustand, wobei ich mein System durch N-Koordinate und N-Impulse darstelle, ersetze ich durch eine Wellenfunktion. Und eine Wellenfunktion für N-Teilchen oder N-Elektronen ist gegeben durch eine Funktion mit R-Koordinaten. Und die Zeitentwicklung ist gegeben durch die Schröder-Entwicklung und die Schröder-Gleichung. Also nun, wenn ich mir die Lösungen vom Schrödinger-Gleichung angucke, ist nur ein exponentiell kleines Teil die mögliche Lösungen auch physisch realisiert. Die meisten Lösungen, die Lösungen von der Schrödinger-Gleichung sind, mathematisch prima Lösungen, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, wird erfüllt, sind physisch nicht realisiert. Und das haben wir eigentlich schon genutzt, wenn wir das Periodensystem erklärt haben. Um das Periodensystem zu erklären, haben wir gesagt, dass Einteilchenzustände nur durch ein Elektron besetzt werden können. Wir können nie 2 Elektronen in den gleichen Zustand setzen. Und das ist das Pauli-Prinzip. Einteilchenzustände sind nur durch ein Elektron maximal zu besetzen. Und das haben wir erstmal eingeführt, um das Periodensystem zu verstehen. Und lass uns ein Beispiel machen für das Heliumatom.
Und wenn ich das Heliumatom als Wellefunktion beschreiben möchte, und ich nehme erstmal an, dass meine Elektronen nicht miteinander wechselwirken, dann habe ich die Wasserstoffeigenzustände und müsste da zwei Elektronen einfügen. Also ohne Pauli-Prinzip. Könnte ich vier unterschiedliche Wellefunktionen für das Heliumatom aufschreiben. Und lass mir hier die stationäre Wellefunktionen aufschreiben, ohne Zeitabhängigkeit. Also, ich könnte einen Zustand haben, wobei ich das 1s-Elektron mit Spin hoch besetze mit Koordinat 1. Und, weil ich kein Pauli-Prinzip habe, darf ich auch das 1s-Elektron bei Koordinat 2 besetzen. Eine zweite mögliche Wellefunktion ohne Pauli-Prinzip wäre der Wellefunktion, wobei ich 1s mit Spin hoch für Koordinat 1 nehme und 1s mit Spin runter für Koordinat 2. Ich kann mein Koordinat 1 mit Spin runter machen und mein Koordinat 2 mit Spin hoch. Oder ich kann beide mit Spin runter nehmen. Ja, eine Frage. Was ich jetzt aufschreibe, ist empirisch festgelegt. Ich werde es noch umschreiben nach die Wellefunktion muss antisymmetrisch sein. Das kann ich zeigen, weil ich will, dass Quantenmechanik basisunabhängig ist. Das mache ich jetzt. Wann Sie später der Lorentz-Transformation gehabt haben, Punktgruppe oder Raumgruppe der Lorentz-Gruppe da gehabt haben, gibt es noch ein Theorem, die zeigt, dass irreduzible Darstellungen entweder symmetrisch oder antisymmetrisch sein müssen, abhängig ob mein Spin ein halb oder ganzzahlig ist. Aber dafür brauchte ich einen Teil von Gruppentheorie, was wir nicht haben. So, ich werde es am Moment nur aus dem Experiment darstellen können. Ja. Also, ohne Pauli-Prinzip bekomme ich vier mögliche Zustände. Diese vier Zustände sind orthonormal zueinander. Diese vier Zustände sind unterschiedliche orthonormale Zustände in mein Zweiteilchen Hilbertraum. Wenn ich Innenprodukte ausrechne, muss ich R1 mit R1 und R2 mit R2 nehmen. Und bei jeder von diesen Zuständen ist eins orthonormal zueinander und das Innenprodukt ist das Produkt davon und damit immer Null. Nun, das Pauli-Prinzip sagt, dass nur Zustände, wobei meine Elektronen in unterschiedliche Orbitale sitzen, erlaubt sind. Also der ist nicht erlaubt nach Pauli. Und der letzte ist nicht erlaubt nach Pauli. Gib mir immer noch zwei Zustände. Und wir wissen, dass der Grundzustand von Helium unik ist. Also es gibt keine zwei mögliche Grundzustände von Helium. Nur eins. Also das ist nicht mit Experimenten in Übereinstimmung. Nun, was heißt nicht in das gleiche Orbital zu sitzen? Klassisch wäre das zu sagen, dass zwei Systeme nicht am gleichen Punkt, am gleichen Zeit, im gleichen Ort sein könnten. Ich habe hier meinen Hilbertraum für Spin in hoch und runter verteilt. Im Prinzip dürfte ich eine unitäre Basis
Transformation machen. Ich kann es dann in die Z-Richtung, auch in die X-Richtung quantisieren. Also, statt mein Basis, so zu definieren, dass ich eine Basis habe, wobei ich in die Z-Achse quantisiere, runter in die Z und ziehe ein Z hoch in die Z-Richtung, hätte ich auch in die X-Richtung quantisieren können. Psi1s runter in die X-Richtung, Psi1s hoch in die X-Richtung. Beide Zustände formen eine Orthonormalbasis für mein Spin und ich kann eine unitäre Transformation definieren, die eine Basis in die andere überführt. Für meine Wellenfunktion ist der 1s mit Spin hoch in die x-Richtung gegeben als Wurzel 1/2 mal der 1s in die z-Richtung mit Spin hoch plus die 1s in die z-Richtung mit Spin runter. Und ähnlich kann ich für das 1-Elektron mit Spin runter schreiben, dass es der Spin hoch minus der Spin runter in die Z-Richtung ist. Also eine unitäre Transformation, die für die Quantisierung in die X-Richtung und die Z-Richtung wirkt. Jetzt kann ich eine von diesen Zuständen statt quantisiert in die Z-Richtung aufschreiben, als dass er quantisiert ist in die X-Richtung. Wenn ich das mache, finde ich, dass der Zustand mit Spin hoch in die Z-Richtung vor R1 mal die Zustand mit Spin runter in die Z-Richtung für R2 gleich ist an Wurzel 1/2, jetzt hier der Transformation nach Spin in die X-Richtung einsetzen und das ist die 1s hoch in die X-Richtung bei R1 plus die 1s mit Spin runter in die X-Richtung bei R1 und das insgesamt mal Wurzel 1/2 die 1s mit Spin hoch in die X-Richtung bei R2 minus die 1s mit Spin runter in die x-Richtung bei R2. Also ich habe sowohl mein Spin in die z-Richtung für R1 und R2 ersetzt auf eine Basis für Spin in die x-Richtung. Schreiben wir das aus, finden wir, dass insgesamt der Wellenfunktion gegeben ist. Und lass mich jetzt ein bisschen Kurzhandnotation nehmen. Spin hoch bei Koordinat 1, Spin hoch bei Koordinat 2, minus Spin hoch, Spin runter, plus Spin runter, Spin hoch, minus Spin runter, Spin runter. Also, der Zustand, die aussieht, als ob meine Elektronen in unterschiedliche Orbitale sitzen, wird nach einer Basistransformation ein Zustand, wobei Elektronen im gleichen Orbital sitzen. Also, wenn ich das Pauli-Prinzip anwenden will und sagen will, Elektronen dürfen nicht im gleichen Orbital sitzen, weil ich damit das Aufbauprinzip vom Periodensystem haben will. Und ich will eine Aussage machen, die basisunabhängig ist, weil Quantenmechanik muss basisunabhängig sein.
müssten wir diese Aussage leicht modifizieren und der Zustand, die unabhängig von Basis niemals Elektronen im gleichen Orbital hat, ist der völlig antisymmetrische Zustand, wenn ich zwei Koordinaten miteinander vertausche. So, das Pauli-Prinzip heißt, dass zwei Fermionen können nicht die gleiche Zustand besetzen für jede Basiswahl, oder wir haben nur vollständig antisymmetrische Lösungen. Untervertausch von Koordinaten. Nur vollständig der Schrödinger-Gleichung sind physisch realisiert. Und für N-Teilchen heißt das, dass 1 in N-Fakultät Lösungen sind physisch. Und wenn wir jetzt unsere Wellenfunktionen angucken, dann finden wir, dass für Helium wir Spin hoch bei Koordinat 1, Spin runter bei Koordinat 2, minus Spin runter, Spin hoch haben, also zwei Terme. Wenn ich Lithium nehme, ein Atom mit 3 Elektronen, habe ich 6 Terme. Die kann ich auch schreiben als ein Determinante und werde damit auch Slater-Determinante genannt. Wenn ich ein Teilchen mit 4 Elektronen nehme, bekomme ich 24 Terme in meiner Wellenfunktion. Wenn ich ein Goldatom nehme mit 79 Elektronen, bekomme ich 8,9 mal 10 hoch 116 Determinanten. Will ich die Norm von dieser Wellenfunktion ausrechnen, müsste ich 10 hoch 16 Quadrat Integrale ausrechnen. Wir haben 10 hoch 82 Atome im Universum. Das sind etwas mehr Integrale als Atome, die wir im Universum haben. Also, wir haben eine superschöne Theorie aufgestellt, der völlig unlösbar ist auf diese Art. Nächste Woche werde ich eine Lösung für dieses Problem geben.
Wir können umgehen mit diesen Zuständen, aber nicht mit Wellenfunktion. Und da werden wir genau, was wir in der harmonischen Oszillator gemacht haben, Absteig- und Aufsteigoperatoren nutzen. Da gehen wir nächste Woche weiter. Sehen uns.